In wenigen Minuten sehen Sie wieder Cheese. Allerdings haben wir da ein kleines Problem. Herr Kerkeling ist krank. Hier der Beweis. Also werde ich heute Abend Cheese moderieren. Unser Thema: Glückshasen und Pechvögel. Und natürlich jede Menge volkstümlicher Unterhaltung. Also dranbleiben. In wenigen Minuten Cheese. Herzlichen Dank auch an das Take That Ballett und an die Peter Weisheit Band. Danke, dass Sie mich so herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen zur 9. Ausgabe von Cheese, wie immer live und in Farbe. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Ihre Gastgeberin sein darf. Warum, werden Sie sich fragen, warum ich? Ich will es Ihnen kurz erklären. Heute Mittag klingelte bei mir das Telefon. An der Strippe Hans-Peter Kerkeling mit ersterbender Stimme. Er sei unfähig, diese Sendung zu moderieren, weil er krank ist. Deswegen. Und sein einziger und letzter Wille sei es, dass ich nun diese Sendung für ihn übernehme. Naja, und bei so einem netten Kollegen, da sagt man natürlich nicht nein, da springe ich gerne ein für ihn. Und Hans-Peter, an dieser Stelle von uns allen hier gute Besserung. Ja, hier bin ich nun also mit einem bunten Strauß lustiger Spiele, die wir für Sie zusammengestellt haben. Unser Thema heute: Glückshasen und Pechvögel. Und da haben wir auch schon einen richtigen Pechvogel in der ersten Reihe sitzen. Sie sind Frau Ammann aus, wo kommen Sie her? Körnhohlweide. Sehen Sie, und Ihnen ist diese Woche was ganz Schreckliches im Haushalt passiert, nicht wahr? Ja. Super, Ausdauer. Dankeschön. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich möchte Ihnen alles Gute wünschen. Danke, danke, dass Sie mich so lieb empfangen. Ich bin der Siegfried Schwebli. Ich bin der Außenreporter für mein Krebeling. Und meine Schwiegermutter hat einen Brechdurchfall. Naja, Frau Sauer, lassen Sie mich heute Ihr Glückshase sein. Gute Besserung. Darf ich heute Ihr Glückshase sein? Wir setzen uns einfach mal. Meine Glückshase. Tschüss für Sie. Dankeschön. Frau Sauer. Darf ich da? Ja, setzen Sie sich da hin. Frau Sauer. Dankeschön. Ja, jetzt, wo wir schon mal hier sind, dann setzen Sie sich und Ihren Glückshasen lassen Sie aber drin heute. Alles klar. Zeigen Sie uns. So, toll. Ja, sagen Sie. Frau Sauer, wissen Sie, dass ich übrigens auch mal ein Riesenglück hatte? Und zwar war das im Urlaub, ja? Und zwar habe ich im Urlaub, da habe ich einen Pokal gewonnen, da wurde die Rechenaufgabe gestellt, 3 mal 7, und ich hatte mit 19 den dritten Platz. Naja, so, ja, unser erster Filmbeitrag. Ja. Frau Sauer, haben Sie auch Saalwetten heute Abend? Weil der Herr Krebeling hatte nie Saalwetten. Ich habe 3 Saalwetten. Herr Schwebli, 3 Saalwetten habe ich. Ich habe nichts dagegen, dass Sie hier sitzen, aber ich habe ganz tolle Saalwetten mitgebracht. Und zwar habe ich, liebe Zuschauer, beim charmanten Publikum vorher nämlich mal Saalwetten eingefragt. Und der Herr Zabulka hat mir zum Beispiel folgende Wette gegeben. Wetten, dass Herr Schwebli es nicht schafft. Herr Schwebli bin ich. Alle Wetten gehen heute um mich. Dass er es nicht schafft, mit einem Mofa durch eine Mauer aus Konservenbüchsen zu fahren. Also das ist nicht ohne, ja? Die nächste Wette ist irgendwas mit Genitalien. Nee, nee, nichts Italienisches machen wir nicht. Und die dritte Wette ist wetten, dass Herr Siegfried Schwebli es nicht schafft, einen eingeschalteten Toaster zu fangen, während er in der Badewanne sitzt. Das verstehe ich gar nicht. So, meine Damen und Herren,
Jetzt wollen wir abstimmen. Sabine, ich glaube, die Mofa-Wette hat gewonnen. Wollen wir sehen, ob ich es schaffe? Und wenn ich es nicht schaffe, Herr Zabulka, dann lasse ich mir am Ende der Show das Böblinger Stadtwappen auf den Rücken tätowieren. Meine Frau hat es zu Hause schon mal vorgemalt. Sieht so aus, hier unten wäre dann der Lorbeerkranz, ja, sieht man jetzt nicht. Na gut, wir warten mal ab, Frau Sauer. Ach, Herr Schwäbli, Sie haben das sehr schön gemacht. Vielen Dank. So, unser erster Filmbeitrag, so. Meine Damen und Herren. Unser erster Filmbeitrag wissen kommt Sie, jetzt gleich... Frau Sauer, wissen Sie, Sie müssen auf eins achten, die drei wichtigsten Worte, die Sie in dieser Sendung nicht sagen dürfen, weil sonst geht die Einschaltquote runter. Ja, hat mir der Herr Grebeling gesagt, drei Worte, wenn Sie die sagen, geht die Einschaltquote im Boden. Was täte ich ohne Sie, Herr Schwäbli? Was sind denn diese drei Worte? Das sind die drei Worte Titte, Kacke, FDP. Dürfen Sie auf keinen Fall sagen, ja? Scheiße. Dürfen Sie nicht sagen. So. Unser erster Filmbeitrag, liebe Zuschauer, Sie wissen ja, dass H.P. Kerkeling es sich zu seiner ganz besonderen Aufgabe und zu seinem Anliegen gemacht hat, eine junge Künstlerin zu fördern und auf den Höhepunkt ihrer Karriere zu begleiten. Sie machen das ruhig, so souverän. Danke, Herr Schwäbli. Die junge Dame kommt aus Deggendorf, sie heißt Steffi Brunner. Und Steffi Brunner sollte nun nach dem Willen von H.P. Kerkeling endlich mal vor einem richtig großen, zahlenden Theaterpublikum auftreten können. Was haben die beiden sich ausgedacht? Steffi und HP haben eine... Jetzt kommt's, Schwäbli, ja. Passen Sie gut auf, ja, sonst kriegen Sie es nicht mit. Ja. Die beiden haben gemeinsam eine große Theatervorstellung torpediert. Ja. Das Stück, das da gerade aufgeführt wurde, hieß Miss Daisy und ihr Chauffeur. Kenne ich gar nicht, sehen Sie. No. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Einen zauberhaften guten Abend. Wir wollen ganz kurz mal eben stören. Nabend. Nabend. Vielleicht können wir mal das Licht anmachen. Steffi Brunner kennen Sie vielleicht vom Pfarrgemeindefest in Deggendorf, wenn Sie mal dort fahren. Steffi wird, ich bin davon fest überzeugt, die Akteure werden sich gleich davon überzeugen können, eine Mörderkarriere machen. Es wird eine richtige Sensasau werden. Ihr großer Erfolg. Ich möchte Sie bitten, leihen Sie heute der Steffi einmal Ihr Ohr. Wie nicht, oder was? Der Titel heißt Somebody. Viel Erfolg und toi, toi, toi. Riesenapplaus für Steffi Brunner, meine Damen und Herren. Jetzt kommt die schönste Stelle! Und wenn Sie so einen kleinen Obolus dann mal... Steffi muss ja auch wieder zurück nach Deggendorf. Nicht, wenn Sie dann schon mal... Obolus, hatte ich gesagt! Mitklatschen! So, jetzt singen alle mal mit, Frau Müdel, Herr Galuba. Hör uns bitte! Somebody! Somebody, gib ihn wieder her. Somebody. Ach nein! Sie sollen singen! Nur einmal, somebody. Moment, Moment. Oh, mal ein bisschen Geduld. Wenn Sie nicht singen bleiben wie hier. Das muss doch ein Erfolg werden irgendwie. Ja, großes Glück für Steffi, so einen Förderer wie HP zu haben. Pech allerdings für die Firma Wernicke Kühlschränke aus Bad Oldesloe. Kenn ich, das sind die mit den dicken Polarbärchen drauf, ja? Da kann nämlich, wenn sie das Gefrierfach, da friert die Tür immer gleich mit fest. Die kenne ich, die Dinger. Ja, ja, ihr neuestes Modell, der T24. Sagen Sie, Frau Sauer, kennen Sie das Bombenspiel? Das ist ein Partyspiel. Dem Herrn Grebeling habe ich es 8-mal angeboten, der wollte es nicht haben. Wir könnten es jetzt machen, wo er nicht da ist, Frau Sauer. Sollen wir das Bombenspiel mal machen? Das ist ein Riesenparty-Game. Eigentlich. Doch, machen wir es mal. Schöner das ist Vorschlag. Doch unsere Chance. Wir machen das Bombenspiel. Ihnen, ich brauche zwei Kandidaten. Nehmen wir sie mal. Sie hatten eben schon Pech. Kommen Sie mal bitte mit. So, und jetzt machen wir es schnick, schnack, schnuck. Die nimmt den, der am blödsten guckt. Kommen Sie bitte mit. Ja, kommen Sie bitte mit. Dann kommen Sie bitte mit. Sie sind der Herr. Farrell.
Der Herr Verbell, Herr Verbell, dann kommen wir mal. Ich brauche noch einen dritten Kandidaten. Frau Sauer, machen Sie auch noch mit? Oh, nö. Bei unserem, ach bitte, sind Sie doch nicht so zickig, Frau Sauer, meine Güte. So, setzen Sie schon mal hin, Frau Ammann, Herr Verbell. Und die Sabine setzt sich dahin. Wir machen jetzt das Bombenspiel. Das geht folgendermaßen. Das ist ein Riesenbrüller für Sie daheim. Und zwar, wir pieseln uns immer voll, wenn wir das zu Hause machen. Wirklich, ist ein Knaller. Hupsa, Vorsicht. So, und zwar mache ich jetzt diese Bombe an und dann reicht ihr die weiter. Und dann müsst ihr Tiernamen aneinander rein. Ihr pieselt euch voll dabei. Und zwar, Hirsch hört mit welchen Buchstaben auf? Mit H. Nein, mit Sch hört's auf. H. Und der nächste Tier wäre dann Schwein. Und dann sagen sie, Nilpferd. Ja, das Bombenspiel machen wir jetzt. Und wer verliert, für den habe ich eine Überraschung. Und los geht's. Los, das erste Wort ist Schwein. Nasenbär. Herr Ammann. Herr Ammann, ja. Weiter. Weiter. Ach so, ja. Nasenbär. Und Sie sind Gepäckvogel. Schade. So, nächste Runde. Jetzt machen wir's mit Begriffen aus der Erotik. Schnabberle, nee, das geht nicht, Titte geht auch nicht. Machen wir Lende. Lende. Lende, Tod. Und wer war's? Tod, tot. So, und die nächste Runde. Nächste Runde geht mit Apfelmus. Ich sehe schwarz für Sie, Herr Ammann.